Gut, und weiter. Ich muss mir das hier immer so ein bisschen einplanen, damit ich genau Bescheid weiß. Das war jetzt ungefähr 13. Scheiße! Ich habe keine Rüstung an. Ach du Kacke, noch einer. Ich muss erst eine Rüstung anziehen. Das war knapp. Ja, nee, war es gar nicht. Sind ja gar nicht direkt bei mir. Ja, die geben kein Fleisch und nix. Dann lasse ich die lieber einfach liegen. Wenn die mir gar nichts geben, bringt ja auch nichts, die dann auszunehmen zu versuchen. So. Haben wir hier noch irgendwie... Hier war mal eine Truhe irgendwann. Aber jetzt ist hier keine mehr. Okay. Ich kann jetzt gleich auch wieder... Eigentlich kann ich jetzt schon wieder die Dings anziehen. Oh, ein Hammer. Toll. Diese Speedboots. Ich frage mich, ob das neue Lager überhaupt noch existiert. Und ich frage mich, ob es da vielleicht Händler gibt. Weil wenn, dann müsste ich, hätte ich noch ein bisschen Erz, weil Fisk und Dexter haben ja nichts mehr. Den habe ich ja alles abgenommen. Und das sind die einzigen zwei Händler, die ich bisher getroffen habe. Die anderen wurden ja alle aus dem Spiel genommen. Aber da sind irgendwo noch Goblins. Wo denn? Da. Scheiße, ich kann die auch nicht one-hitten. Au! Die ziehen einiges, wenn ich wenn ich keine Rüstung anhab. Was ja auch logisch ist, weil ohne Rüstung bist du ziemlich aufgeschmissen. Und ich habe ja nur diese dummen Speedboots, die überhaupt keine Rüstung geben. Naja. Die finde ich aber trotzdem toll. Links? Nein. Links, links, rechts. Perfekt. Ups. Hey, stopp. Ah. Nochmal aufmachen. So. Hab zu früh auf Wegmachen geklickt. So, jetzt sind wir gleich da. Die Viecher lassen wir auch mal in Ruhe. Und vermutlich hat es hier noch einiges an Viechern. Und ich weiß nicht, ob die im neuen Lager mir freundlich gesinnt sind. Wenn es da überhaupt welche gibt. Ich weiß ja nicht, vielleicht hassen sie mich alle und wollen mich töten. Okay, die Tür ist zu. Das neue Lager existiert nicht. Aber hier ist Chromanin 3. Das war jetzt kein großes Problem, das zu finden. So, Chromanin 3. Erstmal speichern, ne? Und dann lesen wir das mal. Ich habe das Buch gefunden. Oh, ihr Götter der alten Zeiten, kann es sein, dass ein Mensch wie ich, der nur einfach gestrickt und unwürdig solch großes Vermächtnis erlangen darf? Ich glaube schon. Naja, ich überlasse das Verbessern dem anderen. Der kluge Fischer versucht sein Glück auch mal auf der anderen Seite des Sees, aber darum geht's ja erstmal gar nicht. Ein bisschen Gerüstklettern im Sumpf bringt dich vielleicht auf andere Gedanken. Ach Mann, muss ich zurück zum Sumpf rennen? Ich muss die ganze nur in der Gegend rumstürmen. Aber auf dem Weg zum Sumpf hat's, glaube ich, keine Viecher mehr, also kann ich jetzt die Speedboots anlassen. Also, das vierte Chromanin-Buch befindet sich bei dem Klettergerüst im Sumpf. Wo könnte das denn... Ah, ich glaube, ich habe eine Idee. Es gibt ja dieses Klettergerüst, mit dem wir, wenn wir schon im Sumpf sind und dann dieses komische Ding kriegen von dem Schreintypi, von dem Schreinwächter oder wie er auch hieß, oder eben, ja, dem komischen toten Wanderer, genau, der von den Schreinen berichtet hat. Wenn wir dieses Buch finden, müssen wir über so ein paar Leitern zurück nach oben. Und ich glaube, dort an diesem Gerüst befindet sich dann das vierte Buch. Also, das Chromanin hier ist gar nicht so schwierig wie das erste. Also, das der Fremde, meine ich. Nachher lassen wir die Steinwurzel mal liegen. Die brauche ich, glaube ich, eh nicht unbedingt. Ich frage mich nur, wie es nachher mit Mana ist. Ich meine, ich habe jetzt diese komische Gitarre oder Laute. Und die kostet bestimmt auch Mana, die einzusetzen. Und ich habe nur 15. Das heißt, ja... Wenn ich die einsetzen will und ein paar Untote damit vernichten will, brauche ich auch eigentlich Mana-Tränke, die ich aber nicht habe. Blöd. Naja. Ich habe eigentlich nur einen Mana-Trank. Vielleicht gibt es auch noch andere Sachen, die mein Mana wiederherstellen. Ich schaue jetzt mal nicht nach, ob ich irgendwas habe. Das wird sich dann schon ergeben, vielleicht aber auch nicht. Also. Ich glaube, dass Fisk und Dexter jetzt echt nichts mehr zu verkaufen haben. Das ist echt blöd. Weil eigentlich könnte ich... noch ein bisschen Erz gebrauchen, den ich dann einschmelzen kann. Ich meine, ich will so viel Munition wie möglich haben. Ein Hundehorn brauche ich nicht unbedingt noch, weil ich habe ja schon eins gefunden und die Hunde, ihr habt ja gesehen, dass sie manchmal auch recht unnütz sind, stürmt auf den Schattenläufer zu und lässt sich einfach töten. Tja. Naja. Gut, ist ja auch jetzt egal. Ich glaube nicht, dass ich noch einen zweiten Hund rufen würde. Für die nächsten Quests brauche ich den eh nicht und in der verlassenen Mine oder... Nach den Sachen in der verlassenen Mine werde ich ihn nicht benutzen, denn... Ja, da ist er, glaube ich, ziemlich verloren, der Hund. Also brauche ich auch keinen Hund. Ich werde einfach das eine Horn, das ich noch habe, einfach am Schluss vom Spiel nochmal tröten. Und dann habe ich diesen Hund neben mir und dann kann ich so beenden mit einem Hund. Und mit meiner ganzen coolen Ausrüstung, die ich dann bis dahin haben werde. Ich habe hier ein Gewehr, Mann. Das ist voll cool. Einfach in Gothic 1 so ein Gewehr zu haben. Das sieht schon lustig aus. So, und da ist Dexter, aber der bringt mir gerade auch nichts. Ich muss jetzt erstmal kurz dieses Chromanin-Buch finden.
Das befindet sich garantiert auf diesem Klettergerüst, das mich in den Sumpf oder aus dem Sumpf rausführt. Das Problem bei dieser Aufgabe ist hier, du musst so viel in der Gegend rumrennen und alles suchen und so. Das ist ziemlich nervig manchmal, aber naja. Was soll's. So, wir sind jetzt hier. Okay, hat's wohl kein Chromanin, das ist wohl ein paar Stockwerke weiter unten. Dauernd hier im Sprintmodus, da kann ich so leicht runterfallen, wenn ich Pech hab. Ah, da unten ist es, ich sehe sogar schon. Kann ich jetzt loslassen? Ja. Ich tue es einfach. Ist mir doch egal, ob ich es kann. Jetzt wäre ich da beinahe noch runtergefallen, ne? Dann wäre ich bestimmt tot. So, Chromanin 4. Wo führst du mich denn hin? Ups. Chromanin 4. Ich habe das Buch gefunden. Ich wage nicht zu hoffen, eines Tages Chromanin selbst zu erleben. Ich glaube, ich gehe einfach noch ein paar Bücher im Wald verstecken. Sagte ich Wald? Ich meine natürlich ganz woanders. Sie blöken, doch sind sein Plasier, hüten den ganzen Tag das weiße Getier. Hey, was heißt das? Plasier oder Flasier? Ich kann es nicht lesen. Ich kenne beide Wörter nicht. Hüten den ganzen Tag das weiße Getier. Was mag er wohl verstecken? Kannst du es entdecken? Okay, offensichtlich hat der Hirte noch ein weiteres Chromaninbuch bei sich. Das ist ja jetzt wirklich nicht so weit und auch nicht wirklich schwierig gewesen. Und ich habe übrigens auch noch diesen Schlüssel für die Truhe gefunden. Dann kann ich den jetzt nämlich auch gleich benutzen. Zum Glück bin ich nicht einfach irgendwann früher losgerannt, weil das hätte mir nicht viel gebracht. Da muss ich nämlich eh nochmal jetzt hin. Dann kann ich jetzt hier auch gleich diese Truhe durchsuchen. Ich frage mich, was sich da drin verbirgt. Wirklich. Bestimmt was voll Interessantes, wenn man da extra einen Schlüssel am Arsch der Welt finden muss. Wo befand er sich? Befand er sich bei diesem Enemarth oder wie er hieß? Keine Ahnung, ich kann mir den Namen irgendwie nicht so richtig merken. Oder wo befand er sich? Na, ist ja auch eigentlich egal. Ich bin jetzt auf jeden Fall gleich bei diesem Hirten und schaue nach, was das fünfte Chromaninbuch birgt. Und dann gibt es, glaube ich, nur noch eins im Normalfall, oder? Ich hoffe es, denn ich will jetzt ja nicht ewig in diesem Spiel rumrennen und überall Chromaninbücher suchen. Ich muss auch noch rausfinden, wo sich die andere richtig schwere Quest befindet. Ich glaube da... Ja, nee. Ich glaube, da schaue ich einfach schnell offscreen nach, ob ich sie finde, weil sonst renne ich ja mit euch hier durch die halbe Welt und finde nichts. So, was hat denn der... Erz, oh geil, Sumpfkraut, kann ich wieder ein bisschen fliegen. Das Buch der Verrückten, ah okay, das ist die Quest, da musste ich ja gar nicht nachsuchen. Das ist diese heimliche Quest, diese schwierige Quest. Ich habe das Buch gefunden. Doch soll ich nicht alleine diesen Weg beschreiten? Vielleicht finden sich ja noch ein paar Würdige, glaube aber kaum. Naja, das war's dann wohl. Er ist klein, er ist nervig, hat ein Faible für Tiere, wohnt mit einem Koch zusammen im alten Lager, doch wo ist er zu Hause? Lass es drauf ankommen. Gar kein Problem, ich weiß, wo Mörd wohnt. Den hole ich mir jetzt schnell. Und dann ist diese Quest auch erledigt. Und das bedeutet, es gibt nur noch drei Quests. Nämlich das mit dem Buch der Verrückten. Das ist nämlich diese schwere Quest, die ich meinte. Dann die Schrein-Quest, die ich auch noch mache. Und dann natürlich die verlassene Mine-Hauptquest. Die ich ganz am Schluss mache, wenn ich die anderen schon hinkriege. Ich weiß nämlich nicht genau, ob ich die jetzt schon schaffen kann. Ich werde es einfach mal versuchen. Ich hoffe es, weil die Schrein-Quest ist auch nicht gerade einfach. Naja, vielleicht packe ich es ja schon. Huch, was zum Teufel. Also Mött, ich weiß, wo Mött wohnt. Mött hat das letzte Chromanin. Ich glaube, da gibt es ein ziemlich langes Gespräch mit ihm. Und ich weiß nicht, ob die Zeit jetzt noch ausreicht. Im Moment, es müssten jetzt ungefähr 8 Minuten irgendwas sein. 8:20 oder so, also ich lasse es jetzt einfach drauf ankommen und spreche einfach mal mit ihm. Ich ziehe jetzt aber lieber meine normalen Schuhe wieder an. Normalen Klamotten. Und hoffe, dass ich hier kein Leben für diesen Typen brauche. So, und jetzt? Du hast das letzte Chromaninbuch, oder ist es in deinem Haus? Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Ich quatsche ihn einfach mal drauf an. Mött? Nee. Mött redet nicht mit mir. Was zum... Was machst du in Mötts Haus? Hallo. Raus aus meiner Hütte, oder ich rufe die Wachen. Was machst du hier? Scheiße, jetzt gibt's hier Stress. Moment, muss es kurz abbrechen. Seht ihr, ein ziemlich langes Gespräch. Ja, jetzt hört ihr ja schon die Hälfte. Alter! Jetzt geht er wieder. Verstehe ich nicht. okay. Das Gespräch dauert wirklich sehr lange. Ich glaube, dafür muss ich einen ganzen Part opfern. Und dieser Part hier geht jetzt knapp 9 Minuten. Entschuldigung. Der Part hier geht jetzt knapp 9 Minuten. Ich lese einfach noch kurz das Buch der Verrückten, denn das öffnet mir zumindest mal die Quest. Und dann kann ich beim nächsten Mal diese Quest auch noch anfangen irgendwann. Eventuell. Und danach mache ich die Schreinquest, würde ich sagen. Ja, das sehr suspekte Dokument. Das Buch der Ver... Nein! Okay. Ich lese es doch erst später. Jetzt habe ich ja schon halbwegs verraten, was da passiert. Ja, man wird einfach weggeportet und man weiß nicht warum.
Das wisst ihr jetzt. Ja, das Problem ist, man wird weggeportet und da stehen dann einfach zwei Scavenger vor dir und du kannst das Buch eigentlich nicht zu Ende lesen, weil die dich ja dann sofort angreifen oder so. Naja, wie viel Zeit haben wir jetzt verbraten? Ich glaube ungefähr 10 Minuten. Das passt dann recht gut. Dann würde ich jetzt sagen, hier werde ich jetzt wohl dann direkt vor dieser Hütte beenden. Die Frage ist nur, wie rede ich da mit ihm? Ich gehe einfach in die Hütte rein, weil anscheinend scheint es Snaff nicht weiter zu stören. Bäh. Wenn ich mit diesem Typen rede, dass er mich dann, der kann mich dann nicht rauswerfen, wenn ich gerade mit ihm rede. Und wenn es fertig ist, das Gespräch, läuft er einfach wieder weg. Warum auch immer. Naja, dann ist ja alles gut. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal und sprechen mit diesem komischen Kerl, der hier in Mötz Hütte rumgeistert. Und das wird ein ziemlich langes Gespräch, glaube ich. Es wird bestimmt einen kompletten Part dauern. Und dann schauen wir uns mal noch die anderen zwei schweren Quests an. Ich glaube, dass ich zuerst das Buch der Verrückten mache, weil die Schreinquest ein wenig mehr Zeit beansprucht und die Buch der Verrückten Quest ziemlich schnell geht, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Also ja, so machen wir das. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute, und bis dann. Ciao.